Ich habe mehr als 6 Jahre lang versucht, die letzten Kilos loszuwerden und dabei hat aber keine Diät für mich funktioniert, die ich in der Zeit ausprobiert habe. Ganz kurze Zusammenfassung war, dass ich zwar mit Intervallfasten und Kalorienzählen für eine begrenzte Zeit abgenommen habe. Also ich habe was abgenommen, ich konnte aber dieses neue Gewicht nie langfristig halten. Und dazu hat es zusätzlich noch wahnsinnig viel Motivation und Disziplin gebraucht, um eben das so durchzuziehen mit dem Fasten oder mit dem Kalorienzählen. Alles andere, alle anderen Versuche, wie zum Beispiel Low Carb oder verschiedene Detox-Geschichten, haben gar keine Ergebnisse gebracht. Irgendwann stand ich an dem Punkt, an dem ich vermeintlich jedes YouTube-Video zum Thema Abnehmen durchgeguckt hatte, aber immer noch nicht wusste, was ich jetzt wirklich tun soll. Es hat irgendwie jeder irgendwas anderes gesagt und gefühlt hat aber trotzdem für mich nichts funktioniert. Die letzten Kilos wollten einfach nicht weichen, obwohl ich der Überzeugung war, ich könnte eigentlich prinzipiell gar nicht noch weniger essen oder noch mehr Sport machen oder insgesamt irgendwie noch viel, viel mehr tun, weil ich das Gefühl hatte, ich mache einfach schon alles, aber es funktioniert trotzdem nicht. Wenn es dir auch so geht, dann könnte dieses Video die Lösung für dich sein. Vielleicht stehst du auch gerade an dem Punkt, an dem sich auf der Waage einfach nichts mehr tut. Du hast vielleicht die letzten Wochen oder Monate bereits erfolgreich abgenommen, aber jetzt bist du an einem Plateau angelangt und es tut sich einfach nichts mehr, obwohl du prinzipiell eigentlich gar nichts anders machst. Vielleicht strengst du dich dahingegen sogar noch mehr an, damit sich wieder etwas tut. Und vielleicht denkst du dann, auch so wie ich damals, dass dein Stoffwechsel einfach eingeschlafen ist oder dass deine Genetik einfach scheiße ist. Die Frage ist dementsprechend, was ist denn jetzt notwendig, um den Stoffwechsel wieder anzukurbeln? Real Talk, ich war immer super neidisch auf die ganzen Frauen, die immer auf Social Media gezeigt haben, was sie alles essen können, ohne dabei zuzunehmen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss das Stück Kuchen zum Beispiel oder das Eis nur angucken und ich nehme davon schon zu. Zuerst mal dieser Effekt, dass sich der Stoffwechsel verlangsamt oder verschlechtert, den gibt es wirklich. Dein Körper kann tatsächlich den Stoffwechsel anpassen. Negativ meistens. Der Grund liegt darin, dass unser Körper einfach darauf ausgelegt ist, möglichst lange zu überleben. Dein Körper, der lebt quasi noch in der Steinzeit und versucht gerade aktiv, dich am Überleben zu halten, weil er denkt, du bist gerade ja in sowas wie einer Hungersnot. In solchen Hungerszeiten, also heutzutage in der Diät, werden einfach Prozesse runtergefahren, eingeschränkt. Dein Körper geht quasi in den Energiesparmodus. Er verbraucht weniger Energie, um mit der Energie, die du ihm gibst, über die Nahrung besser haushalten zu können. 2 Fragen an dich. Hast du das Gefühl, eigentlich schon sehr viel zu tun? Und bist du eigentlich der Meinung, schon seit Wochen eigentlich alles Mögliche zu versuchen, aber du siehst trotzdem kein Ergebnis? Bist du der Meinung, du müsstest eigentlich abnehmen durch alles, was du jetzt aktuell schon angepasst und versucht hast, aber du siehst trotzdem keine Fortschritte? Wenn du diese Fragen jetzt mit Ja beantwortet hast, dann kann es sein, dass dein Körper einige dieser Prozesse, die wir jetzt im Laufe des Videos besprechen werden, eingeschränkt hat und dass dadurch dein Kalorienverbrauch über den Tag hinweg gesenkt ist. Das heißt, dass der Stoffwechsel langsamer funktioniert, als er funktionieren könnte. Vorab mal keine Sorge, das ist prinzipiell reversibel. Dein Stoffwechsel ist wiederherstellbar. Was du aber unbedingt verstehen solltest, ist die Konsequenz, die dein Körper scheinbar aus deinem bisherigen Verhalten gezogen hat. Dein Körper läuft gerade im Stromspar- bzw. im Alarmmodus und das ist nichts, was dein Körper gerne tut. Durch diese zahlreichen Diäten, die du gemacht hast, die wahrscheinlich auch sehr lange angedauert haben, die vielleicht sehr extrem waren, hast du deinem Körper dauerhaft Schaden zugefügt. Werde dir dessen bewusst und machst dir vor allem zu einem langfristigen Ziel, deinem Körper wieder das zu geben, was er braucht. Nur so kannst du wirklich gesund leben und das, was für dich auch so wichtig ist, auf einem gesunden Weg nachhaltig und langanhaltend abnehmen, ohne Jojo-Effekt. Wahrscheinlich hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Motivation und Disziplin im Verlauf von einer Diät sinken. Also dein Motivationslevel, das geht so Richtung Keller, umso länger eine Diät auch andauert. Du wirst immer inaktiver, hast keine Lust mehr Sport zu machen oder vielleicht auch sogar irgendwas zu unternehmen. Das ist die Art und Weise, wie dein Körper versucht, den sogenannten Need zu regulieren. Ein ganz konkretes Beispiel für den Need oder diese Prozesse, die von deinem Körper in einer Diät eingeschränkt werden, ist zum Beispiel unterbewusste Bewegungen wie das Zappeln mit dem Fuß, wenn du auf der Arbeit bist, was du vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmst. Oder auch solche Sachen wie die Häufigkeit, wie oft du blinzelst. Wenn du dich in einer Diät befindest, werden sogar solche Sachen von deinem Körper beeinflusst und du blinzelst im Prinzip sogar weniger. Das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass du intuitiv viel lieber den Aufzug oder die Rolltreppe nimmst, statt die normale Treppe. Das heißt, dein Körper fokussiert sich schon im Alltag immer wieder darauf, an welchen Punkten er möglichst gut Energie sparen kann. Und damit haben wir auch schon den ersten Punkt, wie du deinen Stoffwechsel wieder ankurbeln kannst. Denn da du jetzt weißt, dass dieser Need existiert und dass dein Körper aktiv dagegen arbeitet und Energie sparen möchte, kannst du auch wieder aktiv dagegen wirken.
Und zwar, indem du eben bewusst zum Beispiel die Treppe nimmst, statt wie intuitiv gesteuert durch dein Gehirn einfach Richtung Aufzug laufen würdest oder zur Rolltreppe laufen würdest. Du kannst auch, natürlich kannst du deine Blinzelfrequenz jetzt nicht unbedingt aktiv beeinflussen, aber du weißt ja jetzt, dass dein Körper versucht, Energie zu sparen. Das heißt, du solltest aktiv darauf achten, dein festes Schrittziel zu verfolgen. Vielleicht setzt du dir ein Schrittziel von 7.000 bis 10.000 Schritten pro Tag und versuchst das aktiv zu verfolgen, jeden Tag für Tag, um damit eben diese Kalorien, die dein Körper versucht, wieder einzusparen, durch Bewegung, ganz wichtig, Alltagsbewegung und nicht mehr Sport machen. Es geht hier wirklich um Alltagsbewegung, wieder auszugleichen. Neben dem Need gibt es auch noch einen weiteren Punkt, mit dem du deinen Grundumsatz beeinflussen kannst. Und das klingt, finde ich, immer eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und der Grundumsatz ist ja prinzipiell das, was dein Körper an Energie verbraucht, wenn du nichts tust, wenn du im Bett liegst oder wenn du auf dem Sofa sitzt. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, wie du mehr Kalorien verbrauchen kannst, während du auf dem Sofa sitzt. So ganz mit dem Sofa stimmt das nicht, denn du verbrauchst zwar mit dieser Methode mehr Kalorien, wenn du auf dem Sofa sitzt, aber damit das passiert, musst du deinen Hintern vom Sofa runterbekommen. Und zwar spreche ich hier vom Thema Krafttraining. Denn durch regelmäßiges Krafttraining baust du Muskulatur auf und deine Muskulatur, die verbraucht Energie. Und diese Energie verbraucht deine Muskulatur nicht nur, wenn du im Fitnessstudio schwitzt, sondern auch, wie gesagt, im Alltag, wenn du schläfst, wenn du sitzt, wenn du inaktiv bist. Das heißt, dieser Muskelaufbau, der tut nachhaltig etwas für deinen Kalorienverbrauch. Und genau hier liegt auch der Unterschied zum Cardiosport beim Thema Abnehmen. Bei Cardio verbrauchst du die Kalorien nur, wenn du gerade auf dem Stepper sitzt oder auf dem Fahrrad sitzt. Wenn du Krafttraining machst und Muskulatur aufbaust, dann verbrauchst du eben dauerhaft mehr Energie. Und das ermöglicht es dir, einfacher ein Kaloriendefizit einzuhalten oder eben auch dauerhaft mehr zu essen. Und wenn das keine guten News sind, dann weiß ich auch nicht. Und dementsprechend empfehle ich Krafttraining immer als Nummer 1 Sportart, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Und vor allem, wenn es auch ums Thema Stoffwechsel ankurbeln geht. Wie du siehst, hat unser Körper so einige Tricks drauf, um aktiv gegen uns zu arbeiten und vor allem die ungeliebten Fettdepots weiterhin zu behalten. Und dadurch kommt auch der Mythos des sogenannten Hungerstoffwechsels auf. Es ist wirklich so, dass der Stoffwechsel sich anpasst, wenn weniger Nahrung zur Verfügung steht. Wir verbrauchen dann immer nur so viel, wie wir auch über die Nahrung aufnehmen. Das kann dann auch dazu führen, dass du zwar am Anfang ein hohes Kaloriendefizit hattest, dadurch, dass dein Körper sich aber immer weiter zurückregelt, du trotzdem irgendwann nicht weiter abnimmst. Denn dein Körper versucht, seine körpereigenen Reserven, die lebensnotwendig sind, also deine Fettspeicher, zu beschützen und fährt deswegen eben solche Prozesse wie zum Beispiel den Need herunter. Die gute Nachricht ist aber, dass dein Stoffwechsel nicht per se kaputt ist. Wenn du wieder beginnst, normal zu essen, wird sich auch dein Stoffwechsel wieder normalisieren. Hier tritt jetzt allerdings so ein psychologischer Effekt ein, der auch den Jojo-Effekt begünstigen kann. Extreme Diäten sind meistens auch mit krassen Verboten belegt. Kein Zucker, kein Alkohol, wobei das jetzt definitiv was Gutes wäre. Manchmal auch kein Frühstück, keine Süßigkeiten überhaupt, nur noch Salat, ganz viel Sport. Solche Geschichten eben. Solche extremen Ernährungsformen lassen sich meistens einfach nicht langfristig durchhalten. Und deswegen beginnst du natürlich nach Ende der Diät wieder vermehrt solche Dinge zu essen, die du dir vorher so hart verboten hast. Dadurch kommst du wieder in Kalorienplus und nimmst wieder zu. Der Jojo-Effekt hat in dem Moment zugeschlagen. Hier kommen wir also zum Einflussfaktor vom richtigen Kaloriendefizit. Denn umso höher das Kaloriendefizit, desto wahrscheinlicher wird auch der Jojo-Effekt werden. Aber wenn das Kaloriendefizit zu niedrig ist, dann tut sich nichts auf der Waage. Klar, ein hohes Kaloriendefizit von 500 Kalorien oder vielleicht sogar 1000 Kalorien pro Tag versprechen extrem schnelle Ergebnisse. Diese Ergebnisse sind aber nie von langer Dauer, also nicht wirklich nachhaltig. Du quälst dich wahnsinnig, ohne dafür wirklich Ergebnisse zu sehen. Die bessere Variante ist, deine Ernährung einfach langfristig umzustellen. Viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, aber auch vor allem viele vollwertige Proteinquellen sorgen vielleicht für etwas langsamere Abnehmergebnisse, dafür aber für langanhaltendere Abnehmergebnisse. Und die Diät ist nicht ganz so hart, nicht ganz so anstrengend und dadurch kommt auch dieser psychologische Jojo-Effekt, der einfach vor allem auf diesem Heißhunger-Thema basiert und auf diesem Verboten basiert, kommt dann gar nicht erst zustande. Und dann kommen wir auch noch zum Thema Ernährung, denn auch das, was du isst, hat einen Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Und wenn du jetzt denkst, ich fange jetzt hier mit irgendwelchen Detox-Tees und Säften an, dann liegst du auf jeden Fall falsch. Ich sage immer sehr gerne, dass beim Abnehmen darum geht, was du isst und nicht wie viel du isst.
Du musst das Richtige essen, dann kannst du auch auf einem sehr einfachen Weg deinen Körperfettanteil reduzieren. Und ein Effekt, den wir uns hier zunutze machen können, ist der sogenannte thermische Effekt der Nahrung. Denn du kannst beeinflussen, wie viel Energie dein Körper zur Verdauung benötigt, mit der täglichen Lebensmittelauswahl. Studien haben gezeigt, dass dieser Effekt, also das, was dein Körper zur Verdauung der Nahrung benötigt, bis zu 10 oder sogar 20% der Gesamtkalorienzufuhr an deinem Tag ausmachen kann. Das heißt, du sparst dir quasi mit der richtigen Lebensmittelauswahl 10-20% der Kalorien, die du über den ganzen Tag gegessen hast. Angenommen, du isst also über den ganzen Tag ungefähr 2000 Kalorien, sind das immerhin schon mal 200 Kalorien. Und das kann eine wahnsinnig gute Basis für ein Kaloriendefizit sein. Und das vor allem, ohne dass du es wirklich merkst. Du verbrauchst diese Kalorien einfach nur, weil dein Körper mit der Verdauung beschäftigt ist. Mehr zu diesem Thema der nahrungsindizierten Thermogenese und wie du sie wirklich im Alltag für dich nutzen kannst, das erfährst du hier in diesem Video.